Unser Thema ist der Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt funktioniert so: Die Sonne scheint auf die Erde, sie nimmt Licht auf und gibt aber wieder etwas in die Atmosphäre ab. Die Sonnenstrahlen prallen an der Wolkenschicht ab und kommen wieder zurück auf die Erde. Der natürliche Treibhauseffekt entsteht zum Beispiel, wenn Bäume abbrennen oder ein Vulkan ausbricht. Er ist doch kein Problem, weil er nur so wenig Treibhausgas produziert, dass sie auch wieder abgebaut werden können. Dadurch, dass der Mensch zum natürlichen Treibhauseffekt selber noch Treibhausgase, zum Beispiel durch Müllverbrennungsanlagen, Fabriken und im Eigenverbrauch durch Autos produziert, wird der Treibhauseffekt immer mehr zum Problem für alle Lebewesen auf unserem Planeten. Beispiele für diese Gase sind CO2 als Kohlenstoff, CH4, Methan, N2O also die Stickstoff und die F-Gase, FCKW und FKW. CO2 wird produziert, wenn Brennstoffe verbrannt werden, aber auch durch Autos wie Flugzeug und Schiffverkehr. CH4 entsteht durch Mülldeponien und Tieren wie Kühen. CH4 macht 15% der Treibhausgase aus. N2O entsteht bei industriellen oder chemischen Prozessen und Kunststoffindustrien. F-Gase werden nur künstlich in der Industrie hergestellt. Sie werden vor allem als Treibhausgas und Kältemittel verwendet. Die Klimaforschung sagt, dass sich die durchschnittliche Temperatur bis 2050 sehr stark erhöhen wird. Als Folge dehnt sich das Wasser im Ozean aus und Gletscher schmelzen. Das hätte zur Folge, dass der Meeresspiegel ansteigt. Dies verursacht vor allem Stürme, Überflutung von Küstengebieten und gefährdet Leben.